Ohne Scheiß, Autos, die beim Spurwechsel nicht blinken, sollten auf der Stelle explodieren. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur zweiten Folge vom Hassalphabet. Letzte Woche kam ja mein Musikvideo raus. Mal sind wir Helden und mal Diebe. Und ich möchte mich mal kurz bei allen bedanken, die dieses Video geliked und geteilt haben. Freut mich sehr, dass es euch gefällt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne nachholen. Der Link dazu steht unten in der Videobeschreibung. In der letzten Folge habe ich viele Kommentare gelesen, dass ihr euch den Buchstaben B wie Bild-Zeitung wünscht. Allerdings gibt es etwas mit B, das ich wesentlich mehr hasse als die Bild-Zeitung. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich hasse es wirklich so sehr, dass ich jetzt darüber dieses Video machen muss. Es geht um Leute, die sich morgens beim Aufstehen denken... Ich bin ein waschechter Vollidiot. Genau das, Sio. Es geht um Leute, die meinen, dass sie beim Abbiegen oder beim Spurwechsel den verkackten Blinker nicht betätigen müssen. Für diejenigen unter euch, die noch keinen Führerschein haben, erkläre ich es mal kurz. In dem Moment, wo man einen Führerschein und ein Auto hat und damit zweimal täglich durch die Innenstadt von Köln fahren muss, stellt man fest, ich kann Auto fahren, ich halte mich an die Verkehrsregeln und jeder andere um mich herum ist ein verdammtes Arschloch. Zum Beispiel kennt ihr das? Ihr wollt aus einer Parklücke rausfahren, müsst aber noch auf den Verkehr warten, der auf der anderen Spur ist. Aber er wird langsamer und langsamer und langsamer und biegt dann irgendwo ein, ohne zu blinken. Oder etwas anderes. Und das habe ich täglich, mehrfach. Du fährst ganz friedlich und ohne böse Gedanken auf der Autobahn und auf einmal zieht vor dir ein Pisser rein, der dich schneidet und damit dein Leben gefährdet. Ich meine, was denken sich solche Leute dabei? Eigentlich habe ich beim Abbiegen ja gelernt, Blinker setzen, Schulterblick, aber ich bin behindert. Ohne Scheiß, Autos, die beim Spurwechsel nicht blinken, sollten auf der Stelle explodieren. Dabei könnte man die Schilder auf der Autobahn auch ein bisschen anders gestalten. Ohne Scheiß, wo ist das Problem, mit den Fingern 2 cm hochzugehen und den Blinker zu betätigen und damit niemanden mehr zu gefährden? Wieso macht das niemand mehr? Grundsätzlich ist es auch so, dass mich niemand in eine Lücke reinlässt. Ich bin teilweise schon mit eingeschaltetem Blinker 100 Meter neben einem hergefahren, weil ich in eine Lücke wollte, aber der Wichser geht einfach noch Gas und lässt mich nicht in die Lücke rein. Und dann hupt er auch noch! Der denkt sich doch mit Sicherheit, nee, den lasse ich nicht rein. Ich könnte ja 5 Sekunden später an meinem Ziel ankommen, wenn er vor mir ist. Alter, ernsthaft? Fuck you! Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht, warum in Deutschland niemand das Reißverschlussverfahren kapiert. Aus 3 Spuren werden 2. Man fährt bis ganz vorne hin, dann wird man reingelassen, dann fährt einer von der anderen Spur, dann wird man reingelassen, dann fährt einer von der anderen Spur, dann wird man reingelassen. Aber nicht in Deutschland. Da fahren mal 5 von der einen Spur und einer wird reingelassen. Oder man will versuchen, 500 Meter vorher reinzukommen, man bremst einfach und wartet, bis man reinkommt. So entstehen übrigens Staus, ne? Oberste Regel beim Autofahren und die ich schon seit der Fahrschule gelernt habe ist, versuche ein guter Autofahrer zu sein, aber rechne damit, dass jeder andere hinterm Steuer ein Vollidiot ist. Es ist so, dass die Menschen ins Auto steigen und sich denken, so, jetzt fahre ich zur Arbeit und kann im Straßenverkehr der ganzen Welt zeigen, was für ein Vollidiot ich bin. Ganz ernsthaft, geht es nur mir so oder erlebt ihr ähnliche Geschichten? Und was für Sachen mit dem Buchstaben B gibt es sonst noch so, was ihr total ätzend findet? Schreibt es mir in die Comments rein, die besten Sachen davon packe ich das nächste Mal in die Endcard. Bei A wie Arche Internets gab es übrigens diese Sachen. Yo, auch ein Daumen hoch für meinen Gaststar Sio. Sein Kanal findet ihr hier verlinkt. Diese Zusammenarbeit ist übrigens nur entstanden aufgrund eines Fanwunsches auf Twitter. Danke dafür. Alles, was hier steht, gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Zu einem Chauffeur, der mich durch die Gegend fährt. Ich bin behindert.